Hallo Tina, du als eigentlicher Routinier hast ja im letzten Jahr keine Wettkämpfe verletzungsbedingt bestritten. Und es ist die Frage, wie zufrieden bist du mit deinen Leistungen dieses Wochenende? Also es ist natürlich schon schwer, so nach wirklich 2 Jahren eigentlich das erste Mal wieder so eine Quali zu bestreiten. Man weiß natürlich nicht, wo man steht. Klar hat man im Trainingslager den Vergleich, bin aber auch selber dieses Jahr ein bisschen schwer so ein bisschen in die Puschen gekommen und bin erstmal mit den drei dritten Plätzen erstmal sehr zufrieden und klar will ich lieber gewinnen und auch vielleicht mal einen zweiten Platz irgendwie erreichen. Aber ich glaube, im Saisonaufbau stehe ich erstmal ganz gut da. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele, wie schätzt du denn die Leistung der Kalkdame ein? Ist halt schwer. Ne? Wir hatten letztes Jahr noch gar keinen Wettkampf. Man weiß jetzt auch nicht, inwieweit die anderen Nationen trainieren konnten und wie sie da auch das Training umsetzen konnten. Also wir müssen, glaube ich, einfach weiter richtig doll hart an uns arbeiten und hoffen natürlich trotzdem, dass wir vielleicht schon einen kleinen Sprung machen konnten im Vergleich zu vor 2 Jahren. Aber so richtig sehen wird sich erst im Wettkampf. Jetzt zu dem großen Sprung, den ihr machen wollt und den ihr machen sollt. Wo siehst du denn für dich persönlich noch Potenzial jetzt für den Weg zu Olympia? Ein besseres Stehvermögen eigentlich am Ende noch mir zu erpaddeln halt auch, ne? Und immer noch besser zu werden, die Zeiten noch schneller werden zu lassen. Ja, und gut regenerieren. Also ich muss sagen, für mich ist es auch schwer, doch im etwas höheren Alter, so richtig so Regeneration und Belastung halt richtig auch in Einklang zu bringen. Das ist für mich sehr neu. Das ging bei mir immer sehr hoch. Also dann natürlich wieder ein Tief, dann wieder hoch. Und das kannte ich so von mir nicht. Und da musste ich auch erstmal selber sozusagen mitarbeiten. Aber ich glaube, wir sind da ganz gut auf dem Weg, mein Körper und ich. Wie arbeitest du da entgegen? Indem ich mir auch wirklich dann auch ein bisschen die Regenerationszeiten auch einfach nehme. Ich dann wirklich auch nicht 4 knallharte Einheiten dann am Tag halt wirklich brauche, um mich dann wirklich in den Keller richtig zu fahren. Mittlerweile habe ich das Glück, dass mein Körper mir auch, dass man auch zeigt und auch sagt, indem er dann vielleicht erste Anzeichen von einer Erkältung mir irgendwie zeigt. Oder, das hatte ich in den letzten Jahren halt nicht. Das war schon schwer, immer so ein bisschen rauszufinden. Ja, wann kann ich wieder mal was draufsetzen oder wann ist es vielleicht doch mal nötig, auch einfach mal nichts zu machen, obwohl ich vielleicht noch kann. Ne? Das war nicht gar nicht so einfach. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, Lars und ich. Das hört sich echt sehr gut an. Letzte Frage: Vermisst du denn eigentlich deine alte Zweierpartnerin, Franziska John? Ja, doch schon sehr. Also, wir haben uns ja wirklich seit 2009 immer das Zimmer geteilt und ja, über alles geredet, was uns auf dem Herzen lag. Und sie fehlten doch schon mehr, als ich zu Anfang gedacht habe. Alles klar. Und hoffentlich seht ihr euch bald wieder, vor allem auch Ja, das hoffe ich Corona-bedingt. doch. Und dann erstmal noch viel Erfolg für die Danke. 500 Meter morgen und einen erfolgreichen Abend noch und ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön. Tschüssi.